die Bundesebene hilft eben im Moment auch niemandem. Nee. Nur der AfD wird geholfen durch den Bundestrend, der in der Tat, also sich jetzt, ohne dass sie selbst etwas groß leisten, so also stabilisiert bei und eher Richtung 15% geht. Und AfD das Potenzial ist groß. Absolut. AfD ist ein interessantes Phänomen. Nicht nur, dass die Werte hochgegangen sind, sondern auch das Potenzial ist gestiegen und es steigt offenbar weiter. Ich glaube, im Augenblick 7% Potenzial meint, wenn man abfragt, könnten Sie sich vorstellen, eine Partei zu wählen. Und da ist das Potenzial bei der AfD in letzter Zeit mit den Werten zusammengestiegen. Das hatte man eigentlich nicht vermutet, weil man insgesamt davon eigentlich ausgegangen ist, als Beobachter, dass das Image der AfD so flächendeckend ramponiert ist, unter tätiger Mithilfe auch der anderen Parteien, die ja beispielsweise sich standhaft weigern, irgendeinen Posten im Bundestag mit einem AfD-Menschen zu besetzen, dass die AfD sozusagen als Paria rechts liegen gelassen wird. Und das ist offensichtlich nicht der Fall. Ein anderer interessanter Aspekt am Sonntag wird sein, wie stark die sonstigen abschneiden, und die Nichtwählerschaft ist interessant. Bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen hatten wir ja 55% Wahlbeteiligung. Und immer wenn sich die Wähler so stark ins Nichtwählerlager verabschieden, ist das ein Zeichen, dass sie mit dem gesamten Parteiensystem unzufrieden sind und das eigentlich für nicht zuträglich halten. Das ist immer ein Alarmsignal, die kommen irgendwann wieder und man weiß nicht wo. Also der Zustrom zur AfD 2015, 2016 kam aus dem Nichtwählerlager in ganz großen Strömen. Und das ist immer etwas das Gefährliche. Dann sonnen sich die Wahlsieger, die ja nur die abgegebenen Stimmen repräsentieren, sonnen sich dann immer darin, dass sie eine Wahl gewonnen haben. Mhm. Aber dass ein Großteil gesagt hat, ich will keinen von euch, das sieht man dann nicht. Man sollte es aber im Hinterkopf behalten.